Wenn von heute auf morgen die Unterstützung von Grenke fürs Schach wegfiele, das wäre eine Katastrophe. Lässt sich gar nicht alles aufzählen, was die machen. Hier sehen wir Magnus Carlsen und Levon Aronjan. Das ist ein Bild, das ist entstanden beim Grenke Classic, dem einzigen Schach-Weltklasse-Turnier, das wir in Deutschland haben. Wir sehen hier auch Antje Leminski, die ehemalige Grenke-Vorstandsvorsitzende, die ist mittlerweile weg. Den Konzern haben einige Turbulenzen erfasst, die ihn schon seit Monaten beschäftigen. Sie ist eine derjenigen, die diese Turbulenzen nicht überlebt haben, oder zumindest deren Grenke-Karriere diese Turbulenzen nicht überlebt haben. Sie hat einen Machtkampf verloren mit dem Unternehmensgründer und hat darauf angekündigt, dass sie das Unternehmen verlässt. Der Gründer, das ist er hier, Wolfgang Grenke, und der hat nun selbst verloren. Der verlässt das Unternehmen jetzt auch. Das war die Nachricht der vergangenen Woche. Die tauschen da den halben Aufsichtsrat aus, unter anderem, und noch diverse andere leitende Leute müssen gehen, darunter er hier. Sven Noppes, das ist so der Schachmacher in Grenke. Das sind die beiden größten Freunde des Schachs in der Grenke AG, das dem Schach verbundenste Unternehmen in Deutschland, das wirklich in enormem Maße gefördert hat. Und diese beiden sind jetzt weg. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Ich hatte eben schon gesagt, es lässt sich gar nicht alles aufzählen, was die tun. Es ist ja nicht nur das Weltklasse-Turnier, das ist eingebettet in das Grenke Open, das größte Turnier Europas. Sitzen dann hier oben, sitzen die Weltklasse-Großmeister und hier sitzt das Volk sozusagen und darunter auch noch reihenweise Großmeister. Da ist noch ein Saal, der ist nochmal so groß. Das hat, ich glaube, hatte gut 1600 Teilnehmer beim letzten Mal. Das ist ein Riesending, das ist sehr, sehr schön. Ja, und da ist noch einiges mehr. Hier, dieses hier könnte man für eine Weltauswahl halten. Michael Adams, Etienne Bacro, MWL, Arkady Neidisch, Radoslav Wojtaszek, Peter Swidler, Paco Vallejo Pons, Richard Rapport und Sven Noppes, den kennen wir schon von oben, der ist hier der Mannschaftsführer. Das ist nämlich keine Weltauswahl, das ist die Bundesligamannschaft der OSG Baden-Baden, die in den vergangenen 15 Jahren 14 Mal deutscher Meister geworden ist. Das ist auch so ein Ding, was da dran hängt. Tja, in Baden-Baden gibt's dies hier, das LA8, das Kulturhaus Baden-Baden. Und das beherbergt das Schachzentrum in Baden-Baden. Und das Schachzentrum, das ist Arbeitgeber für Schachtrainer. Das ist die Heimat von dem Baden-Badener Verein. Das ist Leistungszentrum, Trainingszentrum. Das ist ein Schachzentrum, eines der Schachzentren der Republik. Wahrscheinlich das renommierteste, bestimmt das schönste, wenn man sich das so anguckt. Er baut 2009 für ungefähr 15 Millionen Euro. Das ist eine ehemalige Königsresidenz. Ja, und das ist natürlich er hier, Vincent Keimer, ne? Vincent Keimer kann in den nächsten Jahren ohne materielle Sorgen ausloten, wie gut er wird und ganz allein auf Schach setzen. Und er muss dann auch nicht darauf gucken, dass er immer möglichst viel Preisgeld mitnimmt, sondern er kann das mittelfristig anlegen, seinen Plan so gut zu werden wie möglich und zu gucken, ob es vielleicht für die absolute Weltspitze reicht und ob er dann Schach zum Beruf macht. Das kann er ausloten, weil ihn Grenke fördert. Man kann ihn erahnen, den Grenke-Schriftzug auf seinem Hemdkragen. Hier Sebastian Siebrecht trägt auch den Grenke-Schriftzug. Das ist eins so von den vielen kleinen Dingen. Der Kinderkanal, da war Pandemie. Der Sebastian, der zieht eigentlich durch die Lande mit seiner Faszination Schach. Nun war Pandemie und er konnte nicht. Und jetzt hat er ein anderes Projekt gekriegt. Jetzt macht er den Grenke-Kanal. Ich meine, das ist auch nur zeitweise. Der zieht jetzt bald wieder durchs Land. Aber da sind die dann halt auch eingesprungen und haben ihm ausgeholfen. Und wahrscheinlich konnte er das ganz gut gebrauchen, weil die vergangenen Monate nicht so einfach waren. Grenke-Kinderkanal. Eins von den vielen kleinen Projekten. Ja, hinter all dem steht jetzt ein Fragezeichen. Eben weil die Grenke AG ihre beiden größten Schachfreunde verliert. Und ich habe für den Moment auch nicht viel anderes mehr anzubieten als ein Fragezeichen. Man weiß es nicht. Ich habe so aus dem Grenke-Buschfunk gehört, ja, das kommt jetzt alles auf den Prüfstand. Und es wird abgeklopft auf seinen Wert für das Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass all das, was die
Kränke-Stiftung macht, das ist vor allem das, was hier drin ist, dass das erstmal nicht gefährdet ist. Die Stiftung gibt's ja weiter, die fördert weiter, die läuft weiter. Und wenn das Unternehmen jetzt sagt, was bringen uns diese Sachen fürs Unternehmen, vielleicht sehen die das hier auch als Imagefaktor, als eine Veranstaltung, die ihrer Bekanntheit dient, die ihnen vielleicht sogar Kundenkontakte verschafft, wer weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Kränke oben weitergeht, aber man weiß es halt nicht. Wahrscheinlich steht am ehesten auf der Kippe hier diese Weltauswahl, die irgendwie nicht so richtig, die immer nur so vor sich hinspielt, die hat aber keine Facebook-Seite, keine Homepage, da werden die Spieler nicht promotet und so weiter. Das ist so eine Riesenbaustelle in Bad Baden. Wenn man sich deren Webpräsenzen anguckt, dann kann man eigentlich immer nur mit dem Kopf schütteln. Das gilt auch fürs Kränke Open übrigens. Das ist da auch ein bisschen schwierig, aber da kommen halt immerhin viele Leute hin, weil es eine tolle Veranstaltung ist. Insofern könnte das noch eher funktionieren. So medial tun die sich so ein bisschen schwer. Die mögen auch nicht so gerne, wenn über sie berichtet wird. Aber das werden sie nur im Moment nicht ändern können. Naja, also es sind viele Fragezeichen dahinter und ich kann wiederhole nochmal, ich habe im Moment noch keine Antworten. Ich höre, es steht alles auf dem Prüfstand und man weiß nicht, wie es weitergeht. Wer wissen möchte, was da in den vergangenen Monaten gelaufen ist und was da jetzt genau auf dem Prüfstand steht und wie das vielleicht einzuschätzen ist, so ein bisschen eine Spekulation, der findet einen Link zu diesem Beitrag in den Kommentaren und darin dann noch viele, viele weiterführende Links, aus denen man sich dann ein umfassendes Bild machen kann. Die Nachricht der Woche ist erstmal Wolfgang Kränke und Sven Oppes scheiden aus. Und jetzt haben wir halt ein großes Fragezeichen und sobald es Antworten gibt, melden wir uns an dieser Stelle wieder. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.